Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo. Ich möchte gemeinsam mit dir diese Ziele erreichen. Ich möchte dir zeigen, wie man mittels Baumdiagramm Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. Genauer gesagt, werden wir Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse berechnen, indem wir Pfade abzählen und mit Hilfe der Laplace-Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit dann berechnen. Dazu benötigen wir augenscheinlich etwas Vorwissen, nämlich die Laplace-Wahrscheinlichkeit. Die Laplace-Wahrscheinlichkeit besagt, dass man die günstigen durch die möglichen dividiert. Und wir brauchen noch die Bruchrechnung. Insbesondere brauchen wir die Brüche kürzen bzw. zwischen den Darstellungsformen wechseln können, also zwischen der Bruchdarstellung, der Dezimaldarstellung und der Prozentschreibweise. Gut, ich möchte mit einem Beispiel beginnen. Nämlich, du kennst dieses Beispiel schon aus dem ersten Video. Zur Erinnerung, in einer Urne befinden sich eine graue und drei weiße Kugeln, die durchnummeriert sind. Wir ziehen zweimal hintereinander blind und legen die Kugeln nicht zurück. Kommen wir nun zur Aufgabenstellung dazu. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide gezogenen Kugeln weiß sind? Um diese Frage beantworten zu können, schauen wir uns nochmal das Baumdiagramm an. Wir haben auch einen vorgegebenen Lückentext, den wir ausfüllen müssen. Nämlich, der Lückentext besagt, es gibt insgesamt verschiedene Abläufe, die alle gleich wahrscheinlich sind. Gesucht ist nun die Anzahl der möglichen Abläufe. Also für uns, wenn wir einen neuen Begriff verwenden möchten, die Anzahl der möglichen Pfade. In der ersten Ziehung haben wir dazu vier Möglichkeiten. Und zu jeder dieser vier Möglichkeiten folgen drei. Daher 4 mal 3. Und das ergibt 12 verschiedene Abläufe. Ein Hinweis sagt, es handelt sich also um ein Laplace-Experiment. Zur Erinnerung, ein Laplace-Experiment liegt dann vor, wenn es endlich viele Ausgänge gibt und diese die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Solltest du dich genauer mit Laplace-Experimenten beschäftigen wollen, dann hilft dir Tanja in ihrem Lernzyklus dabei. Das Arbeitsblatt heißt übrigens Laplace-Experimente. Zurück zu unserem Beispiel, nämlich der weitere Lückentext besagt, markiere alle Abläufe, bei denen beide gezogenen Kugeln weiß sind. Na gut, schauen wir uns das einmal gemeinsam im Baumdiagramm an. Beide Kugeln müssen weiß sein, somit müssen wir als erste Kugel eine weiße ziehen. Nämlich, es kann die erste Kugel, die Kugel Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4 sein. Da die zweite Kugel auch eine weiße Kugel sein muss, kommen nach der Kugel 2 nur mehr die Kugel Nummer 3 und Nummer 4 in Frage, nach der Kugel Nummer 3 die Nummer 2 und Nummer 4 und nach der Kugel Nummer 4 die Nummer 2 und die Nummer 3. Zusammengefasst gibt es nun drei verschiedene in der ersten Ziehung und darauf folgend jeweils 2. Daher 3 mal 2 und das ergibt 6 verschiedene Abläufe, bei denen beide Kugeln weiß sind. Wir berechnen nun die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide gezogenen Kugeln weiß sind. Und wir verwenden dazu den Begriff von Laplace. Die Laplace-Wahrscheinlichkeit besagt, dass wir die Anzahl der günstigen Ergebnisse durch die Anzahl der möglichen Ergebnisse dividieren. Günstig in unserem Fall sind die 6 zuletzt gezählten und auch markierten im Baumdiagramm. Möglich sind die anfangs gezählten, die 12. Somit ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 1,5, das kann ich umschreiben als 0,5 und das sind 50%. Gut, schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Das Beispiel kennst du bereits. Es handelt sich um das Kartendeck. Ein Kartendeck besteht aus den 4 abgebildeten Karten. Wir kennen dieses Beispiel bereits. Jede Karte ist mit einem Buchstaben bedruckt, T, E, A oder M. Wie ist nun die Aufgabenstellung dazu, die du bearbeiten musst? Das Baumdiagramm liegt bereits vor. Die Aufgabenstellung dazu lautet, berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du in deinen gezogenen Karten genau einen Vokal hast. Zur Erinnerung, die Vokale sind A, E, I, O und U. Also für unser Beispiel als kleinen Tipp, unsere Vokale, die hier vorkommen, sind E und A. Achte allerdings darauf,
Es muss genau ein Vokal sein. Ich wünsche dir gutes Gelingen. Notiere deinen Lösungsweg genau. Halte das Video an, damit du Zeit hast, das Beispiel zu rechnen. Und wenn du fertig bist mit deiner Lösung, dann können wir gemeinsam vergleichen. So, ich hoffe, du bist nun mit deiner Lösung fertig und wir können gemeinsam vergleichen. Die Aufgabenstellung lautete: Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du in deinen gezogenen Karten genau einen Vokal hast. So, die Möglichkeiten dazu markiere ich nun im Baumdiagramm. Ich habe die Möglichkeit, zuerst keinen Vokal zu ziehen, dann muss die darauf folgende Karte ein Vokal sein. Also E oder A. Wenn die erste Karte der Vokal E bereits ist, dann darf die zweite Karte kein Vokal mehr sein. Es muss ja genau ein Vokal sein. Somit T und M. Das gleiche gilt, wenn die erste Karte der Vokal A ist. Dann habe ich als zweite Möglichkeit wieder T und M. Wenn die erste Karte ein M ist, dann muss die zweite Karte ein Vokal sein, also E oder A. Führen wir nun die Wahrscheinlichkeit dazu ein. Ich gehe auf den Begriff von Laplace zurück und dividiere die günstigen durch die mögliche. Die günstigen können wir schnell abzählen. Das sind zu jedem Pfad in der ersten Ziehung, also zu jedem der vier, folgen zwei, daher 4 mal 2. Und insgesamt haben wir 4 mal 3. Das liefert 8 Zwölftel. Und das sind 2 Drittel. Das kann ich als Dezimalzahl schreiben. Dann sind es 0,6 periodisch. Und das entspricht näherungsweise 66,67%. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, welche Lernziele wir gemeinsam erreicht haben. Nämlich, wir wissen nun, wie man mit Hilfe eines Baumdiagramms Wahrscheinlichkeiten berechnet. Außerdem können wir durch Abzählen der günstigen Pfade und der möglichen Pfade mit Hilfe der Laplace-Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse berechnen. Ich wünsche dir viel Spaß im weiteren Lernzyklus und gutes Gelingen.